Schon unterwegs. Verstanden. Sofort. Dann können wir ja die Gebiete erkunden. Auf euren Befehl. Jetzt die jenseits des Flusses liegen. So, Räuchereien. Und Fischerhütten. Und ja, ich wollte hier einen Brunnen errichten. Jawohl. So, dann gucken wir mal. Was ist auf der Seite? Hier wären Kühe. Und noch ein Steinbruch. Und ansonsten geht's von hier aus nirgends hin weiter. Sofort. Sieht jedenfalls nicht danach aus, als ob es hier irgendwohin weitergeht. Jawohl. Gut, für den... Das Gebiet hier können wir uns auch gleich den Außenposten leisten. Schon unterwegs. Sofort. Ei. Wir haben ein Territorium eingenommen. Oh, cool. Ich hab genug Eisen gehabt. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Für die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Soldaten. So, das Territorium ist eingenommen. Der Plan ist aufgegangen. Die Straße ist fertiggestellt und Parnais Warenhaus steht uns offen. Die neue Handelsbeziehung wird uns sicher bei unserem Kampf gegen Kana helfen. Mhm. So, da haben wir die Kühe, die wir noch brauchen. Und noch einen kleinen Steinbruch. Wir haben ein Territorium eingenommen. Da wandert die Kühe. Und da können wir den Steinbruch errichten. Unsere beiden Räuchereien ausbauen. Unsere Fischerhütten ausbauen. Die ist ausgebaut, gut. Okay. Gebt mir mal euer Eisen. Ei. Ja gut, das bringt mir wohl nur Handel ein. Verstanden. Wahrscheinlich müsste ich darüber dann weiter zum nächsten Gebiet, aber das will ich erstmal noch nicht. So, ihr habt hier was. Ihr habt hier sogar einen großen Brunnen, hey. Es ist nicht einfacher, die Straße zu benutzen, wenn sie schon so befestigt ist. So, Steinmetzhütte. Ich muss nämlich jetzt dann auch gucken, ob ich die Banditen da loswerden kann. Wie ihr wünscht. Oh, hier scheint etwas zu sein. Hier gehe ich schon durch den Nebel durch.
Wenn ihr uns helft, einen Juwelenschleifer hier anzusiedeln, können wir euch in Zukunft kostbare Edelsteine verkaufen. Sendet uns Baumaterial. Sofort! Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Okay, du schickst uns Weihrauch und Eisen. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ja, mach ich schon. Ich schick dir Geld, dass du uns Eisen schickst. Verstanden. Auf euren Befehl. Oh ja, ich sollte jetzt dann auch langsam mal mich um eine Apotheke kümmern. Sicher ist sicher. Jetzt meine beiden Wirtshäuser mal errichten. Hey, hier passt es noch perfekt rein. Oh, hier den Steinbruch. Hi! Vielen Dank. Von jetzt an können wir euch auch Juwelen, Edelsteine höchster Güte anbieten. Wie ihr wünscht. Ja, aber wahrscheinlich erst bei der nächsten Lieferung, ne? Schon unterwegs. Ei, ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier hätten wir unser eigenes Eisen, aber nur eine kleine Mine. Sofort. Schon unterwegs. So, hier die Gebäude ausbauen. Und gehe ich jetzt dann doch langsam das Holz zur Neige. auch schön mit anzusehen. Eigentlich nicht wirklich. Ja gut, wir produzieren Fisch zu Genüge. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt können wir uns noch eine Käserei leisten. Wenn wir dann wieder Holz haben, fehlen noch Farmen. Noch einen Weber könnten wir uns dann leisten. Das ist schon eine ziemlich böse Banditen-Kohorte hier. Ei! Alles klar! Auf euren Befehl! Verstanden! Auf euren Befehl! Alles klar! Dann bräuchte ich wahrscheinlich noch zwei Trupps. Wie viel kann ich denn noch? Drei. Ihr habt das Heiligtum der göttlichen Kana gefunden. Ich und meine Brüder im Glauben an die wahre Göttin sind euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Geht nun und sucht im Tempel nach der heiligen Prophezeiung der Kana. Die Prophezeiung ist nicht da? Oh nein, diese Schrift ist heilig. Und mit ihrer Hilfe wäre es uns gelungen, die Kultpriester zu überzeugen. Was sollen wir jetzt tun? Verstanden. Seht nur, Spuren. Sie führen westwärts des Tempels in den Dschungel. Vielleicht finden wir dort Hinweise auf den Verbleib der Prophezeiung.
Banditen! Bestimmt haben Sie die Prophezeiung gestohlen. Freiwillig werden Sie uns die Prophezeiung nicht aushändigen. Wir werden diese Grabräuber im Kampf bezwingen müssen. Na, noch haben wir Eisen. Mehr Sold für unsere Soldaten. Oh, ach ja, dich ausbauen. Habe ich dich schon maximiert? Ja. Meine Fischerhütten sind auch alle auf Max, aber meine Kräutersammlerhütte nicht. Und ich glaube, meine Apotheke könnte auch noch einen Ausbau vertragen. Gehen wir einfach mal es durch. Also die Holzfäller sollten alle drei ausgebaut sein. Du wirst ausgebaut. Du wirst ausgebaut. Ihr seid alle ausgebaut. Du auch, du auch, du auch. Gut. Die Gebäude hier, die Metzgereien sollten ausgebaut sein, die Fischer auch, hier auch, auch, okay. Hier auch, 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 hier zwei auch, gut. Ja. Ei! Ei! Verstanden. Sofort. Alles klar. So, das Lagerhaus ist voll. Alle ab zu Markus. Lagerhaus ist voll, ja, weil wir viel zu viel Fisch produzieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Also verkaufen wir mal einen Teil des Fisches. Und wir haben auch das Siedlerlimit erreicht. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal die Kirche ausbauen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, das ist aber auch kein Problem. Einmal auffrischen können wir ihn. Also können wir uns leisten. So, die Kirche ist fertig ausgebaut. Das heißt, wir können uns jetzt noch einen Weber leisten. Den bauen wir mal hier hin. Und ja, wenn wir noch mehr Holz haben, dann ein paar Farmen. Also ja, wir könnten uns noch einen, auch theoretisch noch einen Gerber leisten. Da haben wir von jedem zwei. Was uns jetzt halt fehlt, ist Eisen. Da kommt unsere Armee angestiefelt. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Da kommt er. Alles klar.
Hoffentlich hat er noch mal Eisen für uns.